Dahin. Das ist ja ein Bug hier. Da bin ich schon zugewiesen, jetzt muss ich den da, aber... Ja, okay. So, danke für den Kauf in unserem Hause. Wir wünschen viel Freude mit Ihrer neuen Zugmaschine. Ihr alter LKW wird umgehend zu Ihrer Garage überführt. So. Haben wir uns mal eben einen neuen Truck gekauft. Mache ich mich auch nochmal weg dafür. Damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Euro Truck Simulator 2 auf dem PC, Folge 61, und wir machen heute mal ein bisschen Logistik hier. Und zwar interessiert es mich natürlich jetzt mal langsam hier, wie sieht es mit unseren LKWs aus? Wir haben natürlich 1, 2, 3, 4. Jetzt müssen wir mal in unseren Garagenmanager gehen und da stellen wir fest, wir haben ja noch einen Platz frei tatsächlich hier. Das ist ja interessant. Aha. Ach. Hm. Okay. Na gut, dann vielleicht glotzen wir doch tatsächlich mal nach einem Truck. Ich will zwar keinen gebrauchten, ich will trotzdem einfach mal hier gucken, weil mich das doch schon ein bisschen interessiert. So, Zustand bedeutet, wir müssen den grundlegend überarbeiten. Mechanical Issues, dauerhafter Verschleiß, Repräsenz, okay, Teileverschleiß. Ja, das ist natürlich auch blöd. Hier, guck mal, alle. Guck mal, Kilometerstand 800.000. Könnten wir natürlich kaufen für 33.000. Muss dann aber höchstwahrscheinlich halt ganz schön aufgemöbelt werden danach. Ja, der hat nicht ganz so viel, aber der ist halt auch. Also, das ist halt Blödsinn. Machen wir deswegen nicht. Für unsere Fahrer wäre es vielleicht was, aber für uns natürlich schöner. So, was ist das denn hier? A selection of older trucks now available. Ja, 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 weiß ich. Da hat die Übersetzung noch nicht ganz gepasst. Wir sind tatsächlich hier. Da ist auch ein Renault-Händler, wo wir jetzt hier gerade sind. Würde natürlich passen. Ach, weißt du was? Besucher ausgewählten Händler. Ah ne, man kann auch online kaufen. Nee, ich brauche 5 LKWs. Na gut, egal. Besucher ausgewählten Händler. Ich meine, da bin ich ja jetzt eh. So. Hier gibt es natürlich auch sehr schöne, muss man sagen. Man kann den sich nicht von innen angucken, oder? Na doch, kann man, wenn man jetzt hier hingeht und dann hier. Dann kann man da auch reingucken. Und der sieht auch schon ganz schick aus. Da gibt es aber auch von 223 noch was. Boah, da gibt es ja echt viel. Exklusiv. Ja, okay, da erinnert sich jetzt aber auch nicht wirklich was. So. Ja, ja, ich will rückgängig machen. Bei Renault gibt es tatsächlich echt wenig. Wow. Okay. T-Sleeper, ein T-High-Sleeper und noch ein T-High-Sleeper. Das ist ja echt nicht so viel Auswahl tatsächlich. Da gibt es gar nicht so viel. Hier gibt es ein 6x4 mit Doppelantrieb. Hier gibt es 480 PS. Mehr gibt es da auch nicht. Gut. Gehen wir mal raus. Ja, es ist die Frage, ne? Wir haben hier Volvo beispielsweise irgendwo. Ja, das ist ja jetzt klasse. Wo waren wir denn überhaupt? Wo ist ein Volvo-Händler? Haben wir einen? Ja, da, aber dann wären wir halt wieder in Frankreich. Ein Mercedes-Händler gibt es, haben wir hier. Wir haben auch einen Scania-Händler, und zwar in Deutschland. Und da oben in Polen und auch da oben in Schweden. Das wäre doch vielleicht was, dann können wir nämlich gleich hier oben fahren. An Scania wäre schon schön. Iveco, MAN, ist alles ganz nett. Ja, ich würde mir das gerne mal angucken. Dann würde ich doch tatsächlich sagen, meine, hier unten wäre natürlich auch, ist natürlich auch noch alles komplett nicht, dass wir vielleicht einfach aus Deutschland dann hier losfahren. Gehen wir mal nach Deutschland. Boah.
So, die haben hier nur 6 LKWs im Angebot. Wo sind denn die ganzen anderen hin? Gibt es die alten gar nicht mehr? Oder gibt es die jetzt tatsächlich nur... Das würde ich jetzt nämlich gerne mal wissen. Hier gibt es jetzt 6. Der Scania R, S, dann gibt es hier einen Scania R, auch einen Scania S, dann gibt es einen R. Ja, das ist natürlich nice. Der kostet aber 300.000. Und ja, ist jetzt gar nicht so... Das ist natürlich krass. Und dann gibt es noch einen krasseren, einen S. Roof. Oh, 307.000 gibt es erst ab Level 27. Alles klar, gut. Ja, das ist ja. Ist ja klasse. So, der hat 6 zur Auswahl. Das interessiert mich natürlich. Wenn ich jetzt in den anderen gehe, hat er ein anderes Angebot. Aber doch mal hier nach Polen. Ich meine, jetzt ein paar viele Reisen, aber. Nee, es gibt echt nur noch diese 6. Ah, nee, alle Anzeigen. Ach so. Die haben Herstellerangebote, meine Flottenkonfiguration. Ha! Der Scania Streamline, der hier früher drin war, der ist auch weg, oder wie? Und die sind auch teuer, verdammt. Der kostet einfach 250.000, kommt natürlich jetzt schon mal mit 520 PS, na klar, aber meine Güte, da wollen wir echt nach mehr Geld umgucken. Ist ja Wahnsinn. Mich stört es, dass so wenige Trucks da sind. Was ist denn mit den ganzen passiert? Haben sie gesagt, ja, bringt da jetzt eh nichts? Nehmen wir halt aus dem Game? Scheint wohl so. Ich bin ja entsetzt. Gucken wir uns doch mal um bei Mercedes. Was haben die? Ja, ja, ist okay. So, hier haben wir 4 auch nur, also... Haben sie sehr stark vereinfacht hier. Oder die anderen... Ach so, das haben sie... Die haben die wieder auf den Gebrauch. Das haben sie wahrscheinlich auf den Gebrauch. Wenn man einen alten Truck haben will, dann muss man wieder einen Gebrauch holen, oder was? Der New Actros Gigaspace. Dann haben wir den New Actros Big Space. Und dann haben wir natürlich den ganz dicken. Krass, den haben wir sogar schon freigeschalten. Aber natürlich zu... ja. Der hier, der würde 207 kosten. Der hier 202. Wie sieht denn der von innen aus? Der New Actros. Boah, sieht eigentlich genauso aus wie... wie man im Mercedes auch kennt. Nichts Besonderes leider, muss ich sagen. 2 liegen. Ist ja auch interessant. Nicht so das, was ich mir vorstelle gerade, ehrlich gesagt. Blöd, was hat Iveco zu bieten? Die hatten eigentlich auch mal nicht so krass Zeug. Genau, ist ja der Strahles Highway. Und wow, die haben ja Wahnsinnsauswahl. Die haben ja wirklich Wahnsinnsauswahl. Ach du Scheiße. Das ist... Hä? Was ist denn jetzt? Schick aus, muss ich sagen. Ich gucke jetzt doch nochmal auf den Gebrauchtmarkt. Das würde mir mal interessieren. Genau, da gibt es auch den... Genau, hier gibt es die ganzen alten Trucks. Verstehe. Klasse. Lenkung links, genau. Ist ja interessant. Aber halt auch alles mieser Zustand, Mann. Richtig mieser Zustand. Aber hier findet man zumindest die alten LKWs, ja. Genau, der Scania Streamline. Hm. Da haben wir den, ja. Okay. Hier gibt's die also gebraucht. Muss man erstmal aber nochmal einen Haufen mehr Geld reinbuttern, wenn man da noch was haben will. Das ist ja wirklich fantastisch. Okay. Alles klar. Was war man da? Normalen Einachser bräuch nicht. Kann eine Schnellreise machen, von daher. Ich würde gerne einfach jetzt mal ein. Das ist jetzt viel Geld, aber. Wenn
ich jetzt sage, okay, ich sage jetzt einfach mal, nee, wir hatten uns Volvo noch gar nicht angeguckt. Gucken wir uns nochmal ein Volvo an, wenn wir schon mal bei sind. So, was haben die? Die haben hier einen FH Sleeper, FH Globetrotter, dann haben die einen Globetrotter XL und dann haben die auch so einen fetten ab Level 18 dann. Mit 600 PS auch. 800 Liter Tank, der hat 1400 Liter, das ist natürlich auch schon wieder, ist aber auch erst ab Level 25, what the fuck. Und der hier wiederum, der hat dieses neue Volvo-Ding. Na gut. So. Dann machen wir das doch jetzt erstmal mit dem Scania. Und zwar, ich meine, der kostet jetzt 118.000, der kostet 119.000, das ist ein S. So, mal der R, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken hier, Ausführung ändern, das ist jetzt der R. Der sieht von innen so aus. Ist also schon so ein bisschen das Neue auf jeden Fall auch. Das sieht cool aus, ja. Jo, das sieht ja an sich schon mal cool aus, kostet aber einen Haufen Geld. Das ist der R, okay? Und der S? Ist der anders? Nicht wirklich. Hat auch das Geile hier. Uff, Alter. Das gibt auf jeden Fall auch einen High Roof. Gucken wir mal, wie teuer der sein würde. Da gibt es auf alle Fälle schon mal ein paar Sachen. Genau, das hier kostet natürlich 80.000. Wollen wir ja erstmal nicht. Es gibt einen 6x4 Long. Long Tech Lift. Gottes Willen, ich habe doch gar keine Ahnung, Alter. So, da ist er schon mal sehr gut für Schwergut geeignet. Das Problem ist, so 520 können wir einbauen. Das wäre doch schon mal ordentlich. Wir haben hier ein 12-Gang-Getriebe. Das hier ist wohl Favorit. Oder hier unten auch ein Opti-Cruise. Das wird sehr schnell sehr teuer. Ne? So, hier natürlich das Exklusive. Das kostet halt echt. Das kann ich mir gar nicht leisten. Ne? Aber bei doch 230.000. So, unser Schwarz natürlich hier auch. Das ist klar. Nutzerdefinierte Farbe haben wir natürlich hier unseren Schwarz. Oder was ist Metallic? Ja, und dann natürlich noch Zubehör halt, ne? Das wäre dann jetzt vielleicht der Truck. Aber ich glaube, Zubehör können wir uns gerade mal so gar nicht leisten halt, ne? Ne? Das wäre... Ne. Und da ist es dann zumindest auf beiden Seiten. Da, das ist alles echt teuer, Mann. Ich glaube tatsächlich, wir werden das auch erstmal wieder wegmachen. Das machen wir mal ganz weg. Und dann würde ich doch gleich mal sagen, das könnte er erstmal sein. Und den Rest müssen wir halt wohl oder übel, müssen wir verschieben. Damit hätten wir jetzt erstmal einen Dreiachser. Boah, krass. Aber hätten wir jetzt erstmal 520 PS. Sehr gut für alle möglichen Sachen geeignet. 14 Gänge haben wir dann jetzt auch. Angetriebene Achsen 2 hinten. Drei Achsen drinne. Schönes Fahrwerk hier drin. Ne, das hier ist natürlich aber erstmal nicht. 238.000.
mit aber sehr geilem Interieur, wie ich finde. Ja gut, dass man da später natürlich nochmal was machen muss. Da würde ich jetzt vielleicht nochmal ganz kurz glotzen. Hier geht ja echt viel, Mann. So ein Luftauffrischer kann man schon mal hier drin machen. So ein Handy oder Navi brauchen wir eigentlich nicht. Wir haben hier rechts unser Navi und haben dann natürlich noch die Dings. Oh, dann gibt es hier noch andere Räder. Okay, das ist natürlich hier alles fett. Mit Holz, okay. Oder mit Racing, okay. Den roten Nähten hier ist das natürlich alles echt krass, Mann. So ein Ball kann ich ja gar nicht leiden. Was ist das? Ich weiß gar nicht, was das macht. Ach, Hintergrundbeleuchtung. Okay. Ja, wenn das so ist halt, ne? Ja, eine Scania V8-Tasse kann ja da erstmal nicht fehlen für 180 Euro. Ich meine, warum auch nicht und so. Ja, das andere werden wir alles auch später verschieben müssen, denke ich mal. Geil, aber das reicht jetzt auch erstmal. So, Freunde, ich würde sagen, den gönnen wir uns jetzt. Dann haben wir uns jetzt mal hier eine Folge damit befasst. Den Rest, den machen wir halt später. Außer vielleicht die Spiegel. Gut, das ist jetzt nur lackiert oder nicht. Das ist mir erstmal egal. Ich wollte nur, falls es noch extra Spiegel gibt, wollte ich die natürlich haben. Haben wir aber erstmal alles hier. Hier gab es ja soweit nichts zu machen. Okay, 245.000 Euro. Ja. 1.000 Liter Tank haben wir. Das denke ich gar nicht verkehrt für einen Dreiachser. Und später muss dann halt da noch Verkleidung rein. Und dann soll das hier erstmal unser Truck sein. Ein Scania 520S. Ja. Genau. Ach, da verschulden wir uns jetzt echt mal. Ich will meinen neuen selber fahren. Der muss auf alle Fälle dann hier in unsere Garage dahin. Das ist ja ein Bug hier. Da bin ich schon zugewiesen. Jetzt muss ich den da aber... Ja, okay. So. Danke für den Kauf in unserem Hause. Wir wünschen viel Freude mit Ihrer neuen Zugmaschine. Ihr alter LKW wird umgehend zu Ihrer Garage überführt. So. Haben wir uns mal eben einen neuen Truck gekauft. Mache ich mich auch nochmal weg dafür. Ich freue mich. Ja, jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen Schotter verdienen und dann können wir den mal so richtig aufmöbeln. Weil so in der Ausführung ist er natürlich auch wieder ein bisschen blöd. Aber zumindest innen haben wir schon mal das geile Lenkrad und das geile Armaturenbrett und so. Ist das Ding schön. Mein Gott. So. Das speichern wir doch gleich mal erstmal ab hier. Unser zweiter Truck. Wunderbar. Jetzt muss ich erstmal den Sitz einstellen. So, ja, da können wir auch gleich mal so ein bisschen das Lenkrad ein bisschen kleiner machen. Ein bisschen tiefer machen. Und so machen wir das Ganze. Und dann kann ich theoretisch auch noch ein bisschen nach hinten rutschen hier. Ja. Nehmen wir den linken Spiegel zumindest auch mal. Den Spiegel könnte man natürlich auch einstellen.
Aber das überlasse ich mal, das wird schon passen. So. Einfach toll. Boah, das gefällt mir echt, Mann. So. Wunderbar, ne? Einfach schön. Not bad. So. Dann suchen wir uns schon mal einen Auftrag für nächste Folge. Jetzt sind wir in Dresden. Das ist natürlich blöd. Beziehungsweise eigentlich okay. Alles Richtung Süden ist mir lieb. So, hier geht's nach Polen. Direkt mal mit einer schweren Ladung. Warum nicht? Angebot läuft ab an 68 Stunden. Krass. Ah, gleich wieder eine schwere Ladung. 300 Kilometer. Okay. Wissen wir Bescheid. Das sind 44 Tonnen. Gleich mal perfekt. Für unseren LKW. Ne? Ja, genau. Dieser Parameter ist wichtig. Den nehmen wir doch. Los. Los. So. Ah, jetzt sind wir natürlich hart pleite. Aber so ist das. Jetzt muss ich mal gucken. C1, C2. Hier ist 1. Wofür ist denn C? C ist dann irgendwie nochmal besonders zum Anfahren oder was? Hier ist dann jetzt der 5. Okay. So, dann nehmen wir die nämlich noch an. Die war orange. Digga, die war orange. Ah, oh, das sieht so schön aus, muss ich sagen. Kann man jetzt hier nochmal umstellen? Fuel, sieht man noch, wie viel wir haben. Cruise Control, genau. Tempomat. Distanz. Wie weit ich jetzt noch fahren könnte? Mit dem Sprit, oder was? Lol. Das ist geil. Current Consumption. Oh, das ist ja ganz cool. So. Oh. Alles bei dem Tempomat. Biege nach links ab. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Alles vorbei. So. Genau. Es gibt uns 15.000, ist jetzt nicht viel, aber die Strecke ist ja auch nicht so weit. Also von daher wird das passen. Ach, guck mal, die Tanks werden aufgefüllt. Oh Mensch. Wir hatten auch schon lange keinen Schwertransport mehr, muss ich sagen. Deswegen denke ich mir für meinen Teil, ist doch super. Nehmen wir doch gerne an. Und ja, jetzt mit unserem eigenen Truck natürlich jetzt auch, der dafür auch gemacht ist, vom Getriebe her auch, vom Dings, der ist dafür einfach ausgelegt jetzt. Gefällt mir. Ja, und jetzt brauchen wir einfach ein paar mehr Level, bevor wir uns dann mal die richtig dicken Motoren noch leisten können mit 500, mit 700 PS und sowas, aber passt schon. Von beide
jeglich denkbaren Konflikt mit den Begleitfahrzeugen, weiche nicht von der geplanten Route ab, suche keinesfalls Tankstellen auf, beachte Geschwindigkeitsbeschränkungen. Ja. So. Damit endet die Folge an der Stelle. Freunde, nächste Folge fahren wir los. 300 Kilometer, gucken wir mal, vielleicht schauen wir es, vielleicht noch nicht. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao.